Herzlich willkommen, Matthias Olten. Ton ist, glaube ich, schon da. Wir warten noch auf Video. Jawohl. Grüß So, dich. hi, grüß dich. Hallo, Matthias. Wir hatten jetzt den Blick so ein bisschen auf das Thema Generierung von Kandidaten, von Latenzsuchenden. Jetzt geht es mehr so ein bisschen, was passiert eigentlich, wenn der dann auf die Karriereseite kommt und sich bewirbt? Wie sollte das idealerweise aussehen? Wie kann man das überprüfen? Aber kurz noch zu dir. Du bist auch Urgestein der Branche, nach Studium, Ausbildung, Leitungsfunktion tätig, zum Beispiel Handelsblatt und da auch so die erste Jobbörse eigentlich in Deutschland mit gestartet. Lang ist es her, ja. Genau, lange her. Weitere Online-Plattformen folgten, so auch Kaleido. Da warst du, glaube ich, so 8 Jahre in der Geschäftsführung mit, ne, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und beim Medienhaus Dumont hast du dann 5 Jahre noch so das Team HR Solutions geführt. Und jetzt, seit 2019, bist du bei Jobware und verantwortest dort den Geschäftsbereich Auditierung, Zertifizierung und damit den Recruiting Excellence Audit oder kurz REXA. Geht nicht so ein griffiges Kürzel. Und den stellst du uns heute vor. Also dein Pitch-Thema: REXA, Luft nach oben im Recruiting-Prozess, jetzt erkennen und handeln. Matthias, auch du hast 100 Sekunden ab jetzt. Ja, vielen Dank, Udo. Aktuell wollen ja Unternehmen extrem viele Stellen besetzen, so viele wie schon lange nicht mehr. Der Fachkräftemangel bei den gesuchten Ingenieuren, Pflegekräften, Vertrieblern, IT-Kräften und so weiter ist echt bedrohlich. Und wir alle wissen, die Situation wird sich ja durch die Demografie noch weiter verschärfen. Das heißt, wenn sich Kandidaten bei einem Unternehmen bewerben, dann sollte man doch eigentlich meinen, dass sie die maximale Wertschätzung erfahren, dass sie einen perfekten Recruiting-Prozess durchlaufen. Aber wir alle wissen, das ist beileibe bei den meisten Unternehmen immer noch nicht der Fall. Wie ist die Situation in Ihrem Unternehmen? Gehen Ihre Bewerbungszahlen auch kontinuierlich zurück? Sind Sie auch unzufrieden mit der Antwortgeschwindigkeit Ihrer Führungskräfte? Und gehen Ihre Führungskräfte auch oft unvorbereitet in Vorstellungsgespräche? Ist Ihr Onboarding schon ganz okay, aber längst noch nicht da, wo es sein sollte? Möchten Sie mal im Detail erfahren, wie es bei Ihnen mit dem Recruiting-Prozess wirklich aussieht? Und zwar messbar in Zahlen, wie Bewerber Ihre Karriereseite, Ihre Stellenanzeigen und die Candidate Journey konkret beurteilen und vor allem, wie sie im Vergleich mit der Benchmark abschneiden und wo es Handlungsbedarf gibt. Genau dafür haben wir zusammen mit Professor Jäger dieses REXA entwickelt. Zahlreiche Unternehmen wie der TÜV Süd, Uniklinik Schleswig-Holstein, die AOK, viele öffentliche Einrichtungen haben schon von dem Audit profitiert. Aufwand: Eine nicht besetzte Vertriebs- oder IT-Stelle kostet deutlich mehr im Monat. Mehr Infos? Wir sollten mal miteinander reden. 5, 4, 3, 2, Sehr 1, gerne, sofort 0. reden. Alright. Ja, also mit dem Timing, das ist über die vielen Elevators, die wir gemacht haben, immer besser geworden bei den Referenten. Ja, ist Sehr verdammt kurz, erfreulich. so 100 Sekunden. Ja. Ja, erstmal vielen Dank. Ich habe es von Anfang an auch mir mit angeschaut, als das losging. Ich finde es eine schöne Initiative, weil ich glaube, der Handlungsbedarf sehr groß ist. Und ein Kollege von mir sagte mal, der Vorteil ist, wenn man von außen reingeht, wir wissen um die Zwänge der Unternehmen, wir unterliegen ihnen aber nicht. Das ist immer ganz nett, wenn man von draußen reinschaut. Sie merken, ich fülle die Zeit, bis Fragen kommen, die poppen jetzt aber auf. Wie lange dauert denn solch eine Auditierung? Was ist der Aufwand im Unternehmen? Ist eigentlich wirklich überschaubar, weil wir den meisten Kram machen. Aber es ist eine Online-Befragung letztendlich der drei Zielgruppen: Führungskräfte, Bewerber und auch HRler. Und der Aufwand ist wirklich minimal. Die Beantwortung dauert vielleicht Viertelstunde, bei einem Recruiter etwas länger. Und insgesamt ist der Prozess von Anfang bis Präsentation der Ergebnisse etwa 8 Wochen. Okay. Hier kommt eine Frage: In welchen Branchen wird hauptsächlich befragt? Ich nehme an, das geht auch so ein bisschen in die Richtung, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. Welche Benchmarks könnt ihr denn anbieten? Ja, wir haben erstens schon sehr viele, ein Benchmark selber, also es geht eigentlich durch alle Branchen. Wir haben in der, sagen wir mal, Corona-Zeit verstärkt Auditierung im Bereich Healthcare durchgeführt, weil da extrem Handlungsbedarf ist, Stichwort Pflegekräfte, Ärztemangel.
Und auf der anderen Seite auch der öffentliche Dienst ist natürlich, da ist natürlich auch sehr, sehr viel zu tun. Aber deswegen, wir haben keinen ganz genauen Schwerpunkt. Und auch über Professor Jäger, der ja regelmäßig sehr viele Unternehmen analysiert, haben wir sehr viele Vergleichszahlen. Nächste Frage. Du hast gesagt, ihr befragt Führungskräfte und Bewerber. Macht ihr da eine Auswahl oder werden alle befragt? Nee, es sollen dann, also von den Führungskräften sollen wirklich die befragt werden, die in dem Recruiting-Prozess natürlich irgendwie dabei sind. Aber auf der anderen Seite die Bewerber, da befragen wir sowohl die, die in den letzten 6 Monaten eingestellt wurden, als auch die, die aktuell noch im Prozess sind. Also die etwas entweder zum Thema Onboarding sagen können und Preboarding oder eben auch was zu dem Thema, wie war das Auswahlgespräch, was hat da stattgefunden, was, also das geht schon ziemlich ins Detail. Okay. Die klassische letzte Frage, was kostet der Recruiting Audit? Ja, wie gesagt, nicht so viel wie eine nicht besetzte Vertriebs- oder IT-Stelle. Nein, aber es also ganz klassisch, es ist bei uns, dass die Stellschraube sind die Anzahl der Recruiter. Und das geht los bei 3.900 für ein kleines Unternehmen bis maximal 8.900. Da ist aber dann wirklich alles dabei, von Fahrtkosten bis Präsentation, Logo, Nutzung von Recruiting Excellence, Award und so weiter. Also ehrlich, ein faires Paket und man hat wirklich was davon. Und leitet wunderbar über. Erstmal danke, Fragesession auch durch. Leitet wunderbar über, denn du hast uns auch ein Goodie mitgebracht, denn alle Teilnehmer des Elevators kriegen 10% Rabatt auf die Buchung des Rexas. Zum Einlösen des Goodies schreiben Sie gerne uns eine Mail, also an partners@raven51.de. Ist es zeitlich befristet, Matthias, bis Ende des Jahres? Oder sagst das du haben wir genau, ja genau, bis Ende des Jahres jetzt festgelegt, 10%, denn das muss ich auch fairerweise sagen, ab nächsten Jahr wird es doch ein Stück weit nach oben gehen mit den Preisen, denn wir merken einfach, da ist eine Menge Bedarf und wir haben echt viele Firmen, die jetzt gerade schon gebucht haben. Was also, uns natürlich erstmal freut. Also dranbleiben, gleich buchen, zahlt sich in der Regel aus. Absolut. Also vielen Dank, Matthias. Du kannst gleich mit Bild und Ton drin bleiben. Dir auch alles Gute. Danke, euch auch. Ja,